Hallo und herzlich willkommen bei Hausfrauenküche. Im heutigen Video backen wir eine besonders fluffige Eierlikörschnitte. Dafür schmelzt ihr zuerst die Schokolade über Wasserdampf. Dann trennt ihr die Eier. Den Eischnee könnt ihr gleich schlagen. Zu den Eidottern gebt ihr noch ein ganzes Ei hinzu. Die Dotter sehr schaumig rühren und den Zucker und Vanillezucker nach und nach zugeben. Wenn die Eidottermasse sehr schaumig ist, rührt ihr die leicht ausgekühlte Schokolade unter. Dann rührt ihr noch das Sonnenblumenöl und das Wasser vorsichtig unter. Das Mehl mit dem Backpulver gut vermischen und abwechselnd mit dem Eischnee unter den Teig heben. Dann füllt ihr den Teig in eine von euch vorgesehene Form. Ich verwende hier zwei Teigformen, den zweiten Kuchen werde ich für später einfrieren. Wählt also eure Form selbst aus, wie groß der Kuchen eben werden soll. Hier noch die Stäbchenprobe, wenn nichts kleben bleibt, ist der Kuchen fertig. Jetzt noch den Schlagobers mit Sahne steif schlagen. Den Schlag auf den fertig gebackenen Kuchen verteilen und mit Eierlikör übergießen. Ihr könnt dann so wie ich mit Schokosoße noch verzieren. Gutes Gelingen, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal, eure Hausfrauenküche.